Finden wir dort oben? Dorthin begeben wir uns jetzt mal. Wie war das? Einer runter und vier nach oben. Soweit ich weiß, war das noch einer von den schwierigeren Räumen. Oh, da drüben ist ein Medipack, das nehme ich auch gleich mit. Oder auch nicht. Komme ich jetzt irgendwie nicht ran, komischerweise. Ja, das war schon richtig. Mehr mussten wir für das Tor auch nicht machen. Setzt gerade wieder mal sehr schöne Musik ein. Und wir werden uns jetzt mal der ersten Prüfung widmen, die wir in Midas Palast zu bestehen haben. Nämlich diesen Raum, den ich quasi fast überhaupt nicht mag, weil es hier auf verdammt gutes Timing ankommt. Weil diese Fackeln werden hier nicht ewig aus sein. Ja, es ist schon vorbei. Das heißt, wenn wir runterfallen ins Wasser, die Fackeln sowieso wieder an. Ich versuche quasi jetzt einfach mal nochmal. Und deswegen hasse ich diesen Raum. Man muss hier so verflixt gut timen können. Vor allem im Laufen noch, ja, drüber springen von Plattform zu Plattform. Ja, und jetzt seht ihr mal, wie schnell das hier gehen muss. Weil wenn ihr euch quasi fast hält, habt ihr kaum noch eine Chance, da durchzukommen. Ich versuche jetzt mal ein bisschen später abzuspringen.
Naja, wenigstens waren wir schon ein kleines bisschen weiter als vorhin. Also fast am Ziel. Also auf ein neues. Und das war natürlich jetzt nix. Es ist wirklich der schlimmste Raum in diesem Level, finde ich. Core Design. Was habt ihr euch da bloß gedacht mit dem? Mit dieser komischen Prüfung. Ich meine. Es kommt mir fast so vor, als müsste man an ganz bestimmten Pixeln hier landen, um die Plattform richtig zu erwischen im richtigen Timing. Ich meine, auf dem Remake war es einfach gewesen, aber hier ist es ja. Ja. Ich gebe jedenfalls nicht auf. Ich krieg das hin. Ich krieg das hier hinten. Ich krieg diesen blöden Raum irgendwie hin. Und wenn ich hier von Ecke zu Ecke springen muss, ich krieg das irgendwie hin. Nein! Moment, ich habe gerade eine Idee, mich dann an der letzten Plattform irgendwie dann unten. Ja, nee, ich glaube, langhangeln wird hier nichts. Wird nicht funktionieren. Theoretisch habe ich es eigentlich jetzt schon vermasselt. Ja, ich habe es jetzt schon vermasselt. Leute, ich mache einen Cut. Ich melde mich, wenn ich drüber bin. So, da bin ich wieder und habe es irgendwie geschafft, darüber zu kommen. Fragt mich jetzt nicht wie. Es hat einige mehrere Versuche gebraucht. 2 oder 5 Stück. Jedenfalls haben wir den ersten Silberbarren, den wir später dann in Gold verwandeln werden müssen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Wobei ich erstmal, bevor ich mich jetzt total verabschiede, die Gegner noch beseitige, die hier noch rumlaufen.
Weil es hört sich gerade so an wegen der Musik. Beziehungsweise auch nicht. Ach doch, da drüben. Hat sich nur nicht getraut, näher zu kommen. So, ich gucke mir schon mal die nächste Kombination an. Für den nächsten Part. Oben, oben, unten. Und oben. Ja, Leute, das war Tomb Raider 1 für dieses Mal. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn wir uns dem nächsten Raum widmen. Also bis dann, Leute. Ciao.